Die Schuldenblase wächst und wächst, bis sie Ende des Tages irgendwann mal platzen wird. Nur eine Frage, wann es sein wird. Verschuldete Staaten und Notenbanken, die mit ihrer aktuellen Geldpolitik unser Finanzsystem mehr oder weniger belasten, ja, ich würde mal sagen, fast an die Wand fahren, gehören derzeit zu den wöchentlichen News. Und die Konsequenzen für Sparer und Anleger sind bereits heute, glaube ich, für jedem deutlich spürbar. Warum der gigantische Schuldenwahnsinn weltweit vor dem Einsturz steht, und wie du dich in Form von Edelmetallen im Rahmen des Möglichen auch dagegen schützen kannst, das erfährst du jetzt hier in diesem Video. Und damit ein ganz herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Ja, mein Name ist Klaus Hoppe von Vermögensaufbau leicht gemacht. Der aktuelle Verschuldungstrend steigt unaufhaltsam. Ich habe es in einem der Videos auch schon mal kundgetan. Japan und die USA liegen dabei an der Spitze, was die Höhe der Verschuldung eigentlich betrifft. Und den USA bereitet zum einen die Höhe der Schulden, das sind circa 22,5 Billionen Dollar, große Sorgen. Zum anderen aber auch die rasante Zunahme eben der Verbindlichkeiten. Das gesamte Defizit liegt aktuell ja bei rund 691 Milliarden Dollar. Steigen die Zinsen weiter an, könnte jedes Prozent mehr den US-Haushalt um weitere 225 Milliarden Dollar ins Defizit ziehen. Die Situation könnte sich weiter verschlimmern, wenn die Weltwirtschaft es nicht schafft, sich überhaupt noch mal richtig aufzurappeln, dann müssten wir mit weiteren Maßnahmen rechnen. Die Schuldenlast der US-amerikanischen Unternehmen soll jetzt schon größer sein als vor der Weltwirtschafts- oder Finanzkrise, besser gesagt im Jahre 2008. Grund dafür ist die kontinuierliche Neuaufnahme von neuen Krediten. Laut der Ratingagentur S&P Global Ratings könnten die Schulden von Unternehmen bis 2024 knapp 5,2 Billionen Dollar betragen. Auch die Schulden von China und die der Schwellenländer tun hier übrigens mit dazu. Keine erfreuliche Prognose. Und bei den daraus resultierenden Risiken ist kein Ende in Sicht, denn der Großteil der Kredite wird von Kreditnehmern beansprucht, die sowohl unzuverlässig sind als auch einem höheren Schuldenniveau unterliegen, wahrscheinlich die Schulden nie zurückzahlen werden. Oder können. Schwächelt die Wirtschaft weiterhin, laufen diese Unternehmen natürlich Gefahr, in Insolvenz abzurutschen. Aktuell ist in China vor allem das Schattenbanking hoch im Kurs. Ja, was ist Schattenbanking? Dabei ist eine sogenannte Schattenbanking ein Finanzunternehmen, das unabhängig vom regulären Bankensystem agiert. Chinesische Unternehmen nehmen mit Hilfe des Schattenbankings immer wieder neue Kredite auf, obwohl es sich mittlerweile auch eher zum Negativen hin entwickelt. Es liegt mittlerweile bei ungefähr 7 Billionen Dollar. Der Internationale Währungsfonds stellt fest, dass diese Blase, die nationale Wirtschaft in China, ja wohl auch in naher Zukunft ebenso zum Einknicken bringen könnte. Damit wäre eine Asienkrise tatsächlich auch nicht unbedingt abwegig. All das führt dazu, dass sich in Asien sowie auch in anderen Schwellenländern und Entwicklungsländern vor allen Dingen auch erneut eine weitere enorme Schuldenlast bildet. Das belegen unter anderem auch veröffentlichte Werte der Weltbank. Die Schulden der Entwicklungs- und Schwellenländer haben nämlich bereits auch die Billionenhöhe erreicht. In China beträgt die Gesamtverschuldung des Staates von Unternehmen und privaten Haushalten über 300% der Wirtschaftsleistung. Ja, und China verkörpert dahingehend den ausschlaggebenden Einflussfaktor für die Entwicklung der Verschuldung und nicht nur zu vergessen sind auch hier die USA. Dieses jedoch, was ihr Finanzsystem und ihren wirtschaftlichen Entwicklungsstand betrifft, trotz allem nach wie vor natürlich besser aufgestellt, die Amerikaner als die asiatischen Regionen. Insgesamt ist die Situation aber nicht nur in den USA oder China kritisch, auch viele andere Länder in der Eurozone, also in unserem näheren Umfeld, sind natürlich auch betroffen. Und in diesem Zusammenhang könnte die hohe Schuldenblase dazu auch führen, dass unser Vertrauen auf das basierende Geldsystem irgendwann kollabiert. Und diese, mein Dafürhalten, nicht unbedrohliche Entwicklung zeigt, dass sich Investoren in Zeiten wie diesen neben Aktien oder Immobilien auch mit den Edelmetallen Gold und Silber auseinandersetzen sollten. Doch vor allem Gold ist aufgrund des derzeitigen Aufwärtstrends für Staaten und Notenbanken ein Dorn im Auge. Warum? Das zeigt auch, dass die am 10. Januar 2020 in Kraft tretende EU-Richtlinie zur Geldwäsche
um Verstößen gegen das Geldwäschegesetz oder auch die Finanzierung von Terroristen weiterhin verstärkt entgegenzuwirken. Im Zuge dessen wurde nämlich eine Bargeldgrenze für den anonymen Goldkauf schon eingeführt. Bislang gilt bei Goldkäufen hierzulande eine Obergrenze von roundabout 10.000 Euro. Diese wird nun um satte 80% gesenkt. Bedeutet, wir Deutschen sollen Gold nur noch bis 2.000 Euro erwerben können und damit auch anonym kaufen können. Doch es kommt eigentlich noch schlimmer. Denn in einer kürzlich aufgetauchten Bundestagsmitteilung heißt es, und ich zitiere, der Bundesrat verlangt eine Absenkung des Schwellenwertes auf 1.000 Euro. Damit wurde erreicht, dass die Aufstückelung der Barzahlung auf unterhalb des Schwellenwertes von 1.000 Euro liegenden Goldmünzen wirtschaftlich uninteressant wäre, da dafür überproportionale Prägekosten anfallen würden. Demnach wird bereits eine weitere Absenkung der anonymen Kaufgrenze auf 1.000 Euro jetzt schon mal diskutiert. Spannend. Hintergrund ist vor allem die Tatsache, dass die handelsübliche Menge einer Unze Gold, die zurzeit knapp 1.350 Euro kostet, künftig dann nicht mehr so einfach letztendlich anonym gekauft werden kann oder auch verkauft werden kann. Und vor allem bei kleineren Goldpreisen oder Münzen sind die Prägekosten oftmals so hoch, dass ein Kauf für viele Investoren immer unattraktiver wird, je kleiner natürlich die Stückelung letztendlich auch ist. Dass diese groß angelegten Regularien neben der Bekämpfung der Geldwäsche noch ganz andere Ziele verfolgen, ist damit eigentlich auch klar. So möchte man vor allem den Fluchtweg vieler Sparer und Anleger in das beliebte Edelmetall Gold durchkreuzen, um auch diese Menschen bei der krisenhaften Zuspitzung, die im bereits angesprochenen Schuldenchaos mündet, bloß nicht außen vor zu lassen. Finanzielle Freiheit also dahin. Das Ganze toppen könnte dann wahrscheinlich nur noch ein privates Goldbesitzverbot, damit die Bürger dann wohl endgültig keine Alternative mehr hätten, den drohenden Negativzinsen aus dem Weg, auf Deutsch gesagt, zu gehen. Warum Gold eine so große Anziehungskraft natürlich bei vielen Sparer und Anlegern bildet, liegt vor allem natürlich daran, dass es unter anderem ja bekanntermaßen weltweit das älteste Zahlungsmittel ist und als besonders krisensicher natürlich auch in der Geschichte bisher gegolten hat. Im Zuge dessen sollte nicht unerwähnt bleiben, dass das internationale Währungssystem bis weit in das 20. Jahrhundert mit Goldreserven hinterlegt war. Erst 1973 wurde der Goldstandard unter Präsident Nixon seinerzeit abgeschafft. Aber wir haben in den letzten 150 Jahren 7 Währungen gehabt. Und da ist es augenscheinlich kein Wunder, dass die Menschen, vor allem die Deutschen, dem Papiergeld wenig Vertrauen mittlerweile entgegenbringen. 70% der Deutschen halten Gold nach einer aktuellen Forsa-Umfrage auch heute noch für eine sichere Geldanlage. Doch die angesprochenen Maßnahmen werden dazu führen, dass alle Papierwährungen gegenüber Gold sukzessive, ja, meiner Einschätzung nach auch abgewertet werden. Anleger könnten daher bei zukünftigen Investmentscheidungen möglicherweise auf physisches Silber auch ausweichen. Denn neben den steigenden Goldpreisen erlebt auch Silber zurzeit eine eindrucksvolle Renaissance oder Rückkehr. So kletterte der Preis dieses Edelmetalls von 15 US-Dollar im Juni auf bis zu 19,60 US-Dollar je Unze im September. Innerhalb eines Quartals also mal eine satte Erhöhung um rund 30%. Das lässt vor allem Investoren aufhorchen. Doch im Vergleich zu Gold ist der Silberpreis sehr volatil. So liegt der Silberpreis mit einem aktuellen Preis eben von 17 US-Dollar je Unze schon wieder knapp 13% unter dem gesamten Hoch im September diesen Jahres. Doch die globalen Spannungen sowie das anhaltende Misstrauen gegenüber den schuldenbelasteten Staaten und Währungen könnten das Edelmetall zeitnah auf die Marke auch von 20 US-Dollar je Unze anheben. Dafür spricht auch das sogenannte Gold-Silber-Ratio. Es angibt, wie viel Unzen Silber man benötigt, um am Ende eine Unze Gold zu kaufen. Aktuell befindet sich das Ratio bei historisch hohen 86. Die Schwankungsbreite liegt dabei zwischen 1 zu 10 und 1 zu 100. Im Jahr 1991 erreichte die Ratio schon mal ein ähnliches Hoch von 97,5. Seinerzeit lag der Silberpreis bei knapp unter 4 US-Dollar je Feinunze. Und mit einem derzeitigen Ratio von 86 ist Silber im Vergleich zu Gold so günstig
wie zuletzt vor 26 Jahren. Dieser Trend zeigt, dass die Aufwärtsbewegung des Edelmetalls noch im vollen Gange ist. Jedoch sollte gesagt sein, dass beim Kauf von physischem Silber die Mehrwertsteuer natürlich anfällt. Und zwar anders als bei Gold sind seit 2014 beim Kauf von Silberbarren die vollen 19% Mehrwertsteuer zu bezahlen. Doch das gilt lediglich für Silberbarren. Silbermünzen sind hingegen differenzbesteuert und daher für Investoren etwas lukrativer. Außerdem kannst du natürlich der Mehrwertsteuer auch entgehen oder sich dir einsparen, auf Deutsch gesagt, indem du mit Silberzertifikaten auf steigende Kurse spekulierst. Hierbei kaufst du ein Zertifikat, das mit physischem Silber hinterlegt ist und somit in etwa die Kursentwicklung des Edelmetallpreises widerspiegelt. Und da sich es um ein Finanzprodukt handelt, werden lediglich jährliche Verwaltungsgebühren fällig. Doch um ein Vermögen vor Negativzinsen, Krisen oder auch einer Inflation zu schützen, sollte man darüber nachdenken, physisches Silber oder auch Gold ebenfalls zu besitzen und bestenfalls sogar irgendwo im Tresor oder Schließfach, wenn man eins besitzt, zu lagern. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir das Video den Ernst der Lage für Sparer, Anleger und Investoren ein Stückchen näher gebracht hat. Wir müssen also aufpassen. Wenn ja, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben, abonniere unseren Kanal, aktiviere die Glocke und bis zum nächsten Video. Alles Gute, euer Klaus Hoppe.